Betrieb wurde nie eingestellt. Ja, willkommen zurück, Arkham Knight. Eike, wie geht es dir? Ja, ich bin nicht der Arkham Knight, aber danke, dass du ihn willkommen geheißen hast. Naja, ich muss ja immer darauf hinweisen, falls die Leute vergessen haben, welches Spiel wir hier spielen, nicht wahr? Du hast nur willkommen Arkham Knight gesagt. Echt? Na gut, Arkham Knight Videogame. Batman. Ja, tja, blöderweise sind es doch mehr als nur drei Sachen, die sie angepatscht hat. Ja gut, das war klar. Oh, Sharon Jones, Eike, so hieß die, Ticken-Tussi. Nein, das klingt falsch. Die Frau aus dem Intro, weißt du noch? Ja. Okay, also, da müssen wir jetzt wohl wahrscheinlich gucken, wo hat sie zuerst hingepackt? Logisch wäre ja natürlich, wenn man jetzt so ansieht, so 1, 2, 3, 4, ne? Ne, nimm mal 2, 1, 3. Okay. Oberer Schalter, unterer Schalter. Unterer Schalter. Unterer Schalter. Wie kompliziert. Autsch. I need to work out the sequence. She hit the switches in. Beim ersten Versuch. Versuchen wir es mal. Ja, erster Schalter. Versuchen wir es einfach mal mit der logischen Sache hier. Autsch. That's not right. I must have hit them in the incorrect order. Okay, es war also doch nicht so offensichtlich. Dann mach den dritten. Ich wollte jetzt einfach mal sagen, dass sie erstmal hier rangegangen ist. Und das hier war das letzte. Ja, okay. Dann das dritte. Weil das Offensichtliche ist immer nicht das Offensichtlichste, verstehst du? Sag ich doch. Das zweite. Das zweite wäre dann. Nee, mach das. Mach das erste. Das hier? Erster oberer Schalter, ja. Okay. Ja, und dann müsste dann das hier. Untere. Oder untere. Und der letzte. Der Todes. Der Todes. Das ist der. Ich hab's rausgefunden. Das ist der Kill Switch. Genau. Yeah! Was ein Glück, dass niemand auf die Idee gekommen ist, in diesen Leichenschauhaus, in diesen großen. Wahrscheinlich sehr bekannt. In den Fahrstuhl. Ja, Fahrstuhl. Fahrstuhl. Quatsch. In diesem bekannten Hospital niemand auf die Idee gekommen ist, mal diese Knöpfe zu drücken, ne? So. Natürlich funktioniert der Fahrstuhl nicht. Oh. Was sehe ich denn da? Da, Rassel, cool, da sitzt er. Der sitzt da in seinem Thron, meinst du? Ja. Ah. Ja. Gehen wir hin. Hm. Sieht denn, was sagt denn der Bett? Was sagt das Bett zu sein? Er sieht nicht sehr gut aus. Was werden sie ihm Titanformel geben? Ich glaube, er besteht nur auch aus Titan. Ra's. You dare approach Ra's al Ghul. You've brought him back so many times. The Lazarus dreams all that's keeping him alive. He will rise again. Sheathe your blade. There will be no fighting here. But war is coming. Traitors to the League conspire to stop the glorious resurrection of Ra's al Ghul. We will see Gotham burn before we let the rebels hurt our master. Then let him die. I want you gone by morning. The rebels have found another pit, a purer source. A sample of his essence is all he would need. I won't help you revive him. Then you'll face the consequences of war. We know you, Detective. You will not let innocents die. Yet you will not kill the demon's head to prevent their deaths. You will do as we ask, because your precious morality compels you to. Detective. Ja, seine, aber nicht unsere. Ach, so ist das eine emotionale Schiene. Reden wir doch mal mit ihm. Ja, reden wir mal mit ihm. Wenn wir schon mal gegen ihn haben. Hey, Ra's, wie geht's dir? Du sahst, als er letzten Mal gesehen hat, warst du ein wenig. Hattest du was am Rücken? Man sagt Ra's. Ja, Ra's. In Englisch sagen. Nein, Ra's. In Englisch sagen. Haben sie eben gerade auch gemacht. Ja, genau. Batman hat Ra's gesagt und sie hat Ra's gesagt. Wir könnten den Leuten auf die Nase hauen, aber wir reden lieber erstmal mit ihm, ne? Um die uralte Lazarusgrube zu finden. Warte mal, so. He will rise again. Reden wir mal mit. Nein. The traitors will die. Er will nicht mit uns reden. Jetzt die Frage, wollen wir jetzt müssen wir die
Jetzt müssen wir also doch die Lazarusgruben aufsuchen für ihn. Sicher? Ja, das ist eine der jetzt Herausforderungen. Warte, ich kann es dir mal zeigen. Nee, Quatsch, das ist Blödi-Chan, Dovi-Chan. Das ist eine der Herausforderungen hier jetzt. Was ist es denn jetzt? So, da ist es. Untersuche den möglichen Bürgerkrieg, nutze das Batmobil. The League has found another Lazarus Pit in Gotham. Ich würde sagen, we need to use the Batmobile scanners to track it down. Genau. Müssen wir jetzt also mit dem Batmobil diese kleine Lazarus-Quelle finden, die sich hier natürlich wieder in irgendeinen uralten Ruine in Gotham versteckt. Weil Gotham ist ja irgendwie die Quelle von Lazarus-Schleim, nicht wahr? Ja. Ja, warum eigentlich? Weil Plot. Weil die Stadt ist auf dem Jana-Friedhof gebaut. Nein, Quatsch. So. Could restore Rache's health and then hand him over to the proper authorities. Nee. No prison can hold him out. Besides, he'll outlive any sentence. I see. Well, sir, what are you going to do? Find the other Lazarus pit. Stop it falling into the wrong hands. Ah. Wollte mich eigentlich, dass noch kein anderer auf die Idee gekommen ist, mal diese Lazarusgruben mal zu missbraucheln. Ne? Missbrauchen. Du weißt, was ich meine. In den Comics wahrscheinlich schon. Dechan. Ja. Ja. Eike, erzähl uns der was. Schleim? Der Schleim? Welcher Schleim? Schleimmonster? Du meinst Clayface? Hm? Du meinst Clayface? Clayface, ja. Was ist mit Clayface? Die Schönheitsformel war aus Lazarus-Formel. Ja? War das so? Dieses Mittel. Ja? War das so? Ja. Ja. Na gut. Wenn du meinst. Wie, wenn du meinst? Die Comic-Serie. Ja, aber ich hab doch die Comics nicht alle im Kopf. Ich meine, da gibt es 1000 Comics, weißt du das nicht? Die Animated Series. Die Animated Series. Da habe ich ja auch nicht 1000 alle Folgen gesehen. Das war eine der ersten Folgen. Ja. Das war eine der ersten Folgen. Warte mal. So, da müssen wir hin. So. Dann kommt der hier runter, genau. War jetzt gerade ein bisschen ungeschickt wegen der Perspektive. So. Da hat doch was gerade gerumpelt. Ach stimmt, da war ja noch was mit seismischen Aktivitäten. Erinnerst du dich noch daran, Eike? Die eigentliche Hauptquest. Mhm. Und natürlich durch den Haupteingang können wir natürlich nicht auch nicht gehen. Das wäre natürlich zu einfach. Oder doch nicht? Warte mal, probieren wir es mal. Warte mal, da war doch gerade was zum Ausweilen. We know Raish chose you as his successor. The rebels were not the first to betray our master. Hm, ja, deine toten Augen überzeugen mich dazu. Eigentlich komisch, ich mag eigentlich Lila. Aber in dem Fall ist mir zu suspekt. Ja, dann rufen wir mal das Batmobil, nicht wahr? Ja! Ja, wie war da mal der Knopf? Doofchan. Ah! Gott, wie war das nochmal? Schon wieder vergessen. Ja, es ist so einfach, ne? Es ist so einfach, aber Dechan kriegt das natürlich gar nicht hin. So, ah! Natürlich, die gute alte Schultertaste. Alfred, calibrate the Batmobile sensors to search for traced Lazarus particles in the city water supply. It should lead me to the source. Absolutely, sir. Sending you the real-time visual data now. Ah, der Schleim, Eike, der Schleim. Der gute alte Schleim. Ja, es erinnert mich jetzt irgendwie sehr an eine andere Serie. Hm. Der Schleim aber rot. Ja. Aber wir wissen ja alle, Gotham ist ja die Welt, ist ja die Weltstadt der Lazarus Pits Schleims. Aus welchen Gründen auch immer. Gibt bestimmt irgendwo einen Wiki-Eintrag, der es erklärt. Und nein, wir werden uns nicht auf Andecken lassen, sondern irgendwelche Nebengeschichten. Die werden ja eh gespeichert auf der Map. Ist irgendwie merkwürdig, oder? Ja, geh mir aus dem Weg. Ich habe jetzt keine Zeit für euch. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Du bist wieder Affe aus Family Guy. Ich habe keine Zeit für dich. Oh, da leuchtet doch was. Da ist es. Der rosane, das rosane Leuchten ist der Punkt. Trail leads beneath the dockyard. It needs to continue on.
Und wieder einen Punkt bekommen. Natürlich, so eine Lazarus-Grip, Pit, die befindet sich natürlich unter der Erde. Eike? Ja? Wie willst du, wie denkst du, werden wir jetzt verfahren? Ra's al Ghul töten. Sicher? Ja. Okay. Wir retten Talia. Aber Talia ist doch tot. Kannst lebt doch noch. Sicher? Gehst du davon aus oder hast du das wieder im Wiki nachgelesen? Wenn man ihn tötet, kommt sie wieder. Das wollen wir aber mal herausfinden, ob das wirklich stimmt. Und dann ist wieder happily ever after und dann denkt er sich, ach, fuck auf, bam, geplatztes Trommelfell. Nein, Quatsch. Fuck auf Arkham Knight und Gotham City. Ich lebe jetzt mit dir zusammen. Happy. Und dann Gartenzaun aus, weißen Gartenzaun. Nee, eher nicht. Ein Haus auf dem Land mit einem weißen Gartenzaun, nicht wahr? Und Batman taucht dann immer wieder aus der Ecke aus. Genau. Eigentlich merkwürdig, dass das hier irgendwie mitten, diese Gruben sich irgendwie mitten in irgendwelchen Kaisationen und Geschichten befinden, aber keiner bekommt's mit. Naja, nicht hinterfragen, oder? Dann noch ein zerstörter U-Bahnhof, wie man sieht. Ah, da. Ich meine, das ist doch uralt. Das muss doch irgendwo mal hier aufgefallen sein. This must be the Lazarus Pit. Oh, Captain Obvious. Ach, echt, Bruce? Echt? Ich wette, Ivy würde sich bestimmt für die Das kennen wir doch. Moment mal. Eike, das ist. Für doch die was? Ivy würde sich bestimmt für die Pflanzen interessieren. Eike? Ja. Hält dir was auf? Was denn? Das sind dieselben Pilze wie aus Arkham Asylum. Ja. Könnte das ein Hinweis da sein? Ja. Und warum sehen diese Steine irgendwie aus wie, hier? Das ist Säulenbasalt. Ja, warum sieht das jetzt irgendwie aus wie... Und sieht das jetzt aus wie Supermans Einsamkeitsfestung? Ist das Zufall? Säulenbasalt. Sieht der so aus? Der sieht so aus. Okay. Der ist aber nicht säulenträchtig. Also der ist nicht stabil. Lazarus Quelle untersuchen. Ich find's gut, du hast sie gut synchronisiert. Wer braucht Sterne? You're relieved. Attack! Warte mal, da machen wir doch einfach mal die gute alte Black King Doc nochmal. Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin die geplatzte Zahnpastatube, die mal nicht zugeht. Ich bin die geplatzte Blutblase in deinen neuen Wanderstiefel. Ich bin das geplatzte Kondom bei deinem ersten Mal. Genau. Ich bin die Stelle, die du nicht kratzen kannst. Einfach. Katanas! Katanas sind cool. Sind sie nicht. Bam. Naja. Oh! Richtig schön geknackt. Ja. Ich hätte ein bisschen mehr Variety reinbringen sollen. Dann hätte ich wahrscheinlich mehr Punkte. Ja. Naja. Was soll's? Wir haben ja eh genug Punkte, oder? Yay! Dabei sind das eigentlich die Guten. Das sind doch eigentlich die Assassine, die auf der Seite stehen, die sagen, nee, wir sind nicht mehr so Ra's al Ghul. Wir wollen nicht mehr die ganze Gotham und andere Städte zerstören und so. Mhm. Mit Mikrowellen. Weißt du noch, der Film? Oh, geh weg. Mikrowellen, die nur Wasser verbatzen lassen, gebraucht werden. Untersuch die Lazarus-Quest. Zerstört den Moment. Turn around slowly and hand me the detonator. Hallo Talia. Nissa. Ist Nissa. Nissa. Das ist Talia 2. Bruce. Mhm. Does Ra's know his daughter fights for the rebels? The rebels fight for me. And that zombie no longer knows his own name. Or the day of the week. Or that his other daughter died. I'm sorry about Talia. She was a loyal fool. I am neither. You understand. So long as my father's corpse sits strapped to those tubes, there will be war in Gotham. What do you want, Nissa? Go back to him. Destroy that foul machine and let the...
thing that was once my father finally die. I'm no killer. He's already dead. He has died 1,000 times. And every time the Lazarus Pit restored him, he came back worse. More hateful. More crazed. I tremble to imagine what he would have become if this... Oh, das war antik. ...had fallen into his followers' hands. But with him gone, the League will be mine. And it will shed no more innocent blood. The assassins will leave Gotham, never to return. How can I trust you? I swear by the woman we both loved. I swear on my sister's grave. I will win this war, Dark Knight. It's up to you how long it rages for. Oh, Eike, Sie haben denselben Trick gemacht, den wir immer machen. Ja, plötzlich. Ich hasse es, wenn man das mit mir macht. Ich hasse es, wenn er das macht, genau. Okay, das war also Nyssa, die Schwester von Taya. Nissan, ein Viertürer. Nein, die Schwester genau, die Schwester von Taya Al Ghul. Ah. Okay, sie hat allerdings, wie heißt das, sie hat einen, sie hat einen Punkt, nicht wahr? Ja. Von wegen, weswegen die ganze Sache mit hier rasch tot, rasch tot, ab in die Lazarusgrube. Außerdem hat Batman Dracula getötet. Genau. Also insofern Batman tötet doch. Ach, jeder, also, jeder hat Batman. Aktive Sterbehilfe. Jeder hat, Jungs? Genau. Jeder Jesus, was ist mit aktiver Sterbehilfe? Jungs? Ach, ja, Jesus? Das Thema möchte ich nicht mit der Kneifzange anfassen. Verdammt! Ja, dieses ja. Thema würde ich nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Genau. Anfassen. Ja. Achso, ich höre mich immer noch selbst. Ah ja, ich weiß, das liegt an Skype, ja. Ja, hä? Ja. Jesus, ich habe einen Hund und der ist homosexuell. Mein Sohn, auch ich habe eine Ansicht zur Homosexualität. Weißt du, wir unterbrechen nur Jesus und seine Kumpel für eine Sondermeldung. Jetzt beginnt Proxys Filmvorschau. Mist! Ja, Dietschern kann South Park die alten Folgen nachquatschen. Ein zum Teil. Ich kann die ganze erste Folge nachquatschen. Ja. Ich habe die ohne Ton laufen lassen und er hat das Lippensynchron gemacht. Ja, Lippensynchron übertreiben wir jetzt nicht. Ja. So extrem war es jetzt auch ja nicht. Vorsicht! Nicht die Quest unterbrechen. Ja, es kann leicht passieren, wenn man Sachen aufsammelt, dass jetzt die Quest unterbrochen werden. Deswegen, mit den Nähaufgaben immer vorsichtig sein. Eike, es liegt mir auf der Zunge. Okay, dann schluck's runter. Nein, es liegt mir etwas auf der Zunge. Bam! Ja, mal kurz gestreift. Es liegt mir etwas auf der Zunge im Vergleich zu Ra's al Ghul selbst, meine ich. Ja, was denn? Seine Symptome haben so gewisse Ähnlichkeit mit auch einer anderen Krankheit, nicht wahr? Welcher? Wo Menschen auch mit der Zeit, zwar nicht durch Wiederbelebung, aber eben aufgrund dieser Krankheit auch ihre... Sag es doch bitte einfach. Ich weiß den Namen, der Name fällt mir gerade. Weißt du, die Krankheit, wo halt auch das Gedächtnis weggeht und die Persönlichkeit mit der Zeit. Alzheimer. Genau. Sir, if you don't mind, I just wanted to suggest that given Rish's supernatural longevity and his current state of artificially prolonged existence, not to mention the fact that he has in essence already died, a case could be made that, well, I swore I'd never kill. He's a dangerous, uncompromising zealot, sir. Assault to full strength, there's no telling what he'll do, or who he might hurt. Is preventing some ungodly resurrection truly the same as taking a life? What would you do, Alfred? I don't know, sir, but I'll stand by you, whatever you choose. Oder auch anders, was würde Jesus tun? Wir machen ihn platt. Genau. Jetzt wird's jetzt hier schon religiös oder was? Von wegen hier. Ah. Ich weiß, wie das geht. Wir müssen mit denen. Ach, wir müssen da von oben. Okay. So. Ja, die haben das gesichert hier. Müssen wir kaputt machen. Bap. So. Und da oben ist so ein kleiner Fahrstuhl, der uns zerquetschen kann. Ja.
Aber der Vergleich ist auch eigentlich schon nah dran. Man könnte jetzt das hier, jetzt könnte jetzt hier was ganz Kontroverses einfügen, nicht wahr? Ja, jemand meinte übrigens, dass wir das Kostüm wechseln sollen. Das Kostüm sollten wir wechseln? Wer hat das gemeint? Nee. Nee. Ich finde das nicht gut. Ja. Dieser Anzug passt am besten. Da könnte man jetzt hier die Frage in den Raum werfen. Oh, zum Glück bin ich jetzt nicht ins Wasser gefallen. Ah! Die Frage in den Raum werfen. Darf man Menschen töten, wenn sie... Darf man Menschen töten, wenn sie praktisch gesehen schon, naja, tot sind? Beziehungsweise schon einen geistigen Verfall haben? Dijon, dieses Thema würde ich nicht einmal mit der Kneifzange anfassen. Ja, aber bei Ra's al Ghul passt ja in gewisser Weise. Und dann kommt noch dieser Konflikt hinzu, dass wir ihn nicht töten wollen. Da wir als Batman uns ja nicht auf den dunklen Pfad begeben wollen. Hm. Was würdet ihr tun? Das ist die Frage. Wir machen ihn jetzt platt. Ja. Aber bei Ra's al Ghul ist das was anderes. Ja, warum sind jetzt eigentlich alle abgehauen? Ja, vielleicht kommen die ja noch. Nicht mit ihm reden. Ja, wir müssen mit ihm reden. Nein, mach das Zeug kaputt. Ich glaube, ich kenne mich nicht mit aus, aber es scheint mir so, als wäre seine Werte jetzt auch nicht besonders die besten. Nee. Mit dem Batrang wahrscheinlich kaputt machen. Da, vernichte die Lazarus-Mann. Ja. B. Okay. Oh, das ist hart. Nein, ist es nicht. Der Typ ist tausendmal gestorben. Er ist mehrmals gestorben. Jetzt reicht's. Ab ins Schattenreich. Wenn du es sagst, dann denken wir mal, versuchen wir die Methode, die ich beim ersten Spiel nicht gemacht habe, weil mir das irgendwie zu hart war. Aber jetzt seht ihr den Tod von Ra's al Ghul, den Dämon. Den endgültigen. Du warst kein guter Mann, Rick. Aber du hattest Conviction. Stop him! Kill him! Und los. Dijon? Ja, ich bin konzentriert. Du darfst aber nicht still sein. Ja, ich weiß. Das Drachenlord-Style. Ah, League of Assassins. Die setzen jetzt hier mal richtig ihre... A plus B. Ich weiß, die sind jetzt sehr angepisst. Obwohl, wenn mein Boss sterben werde, wäre ich auch sehr ungehalten. Dein Gott. Mein Gott, in dem Fall, ja. A, B... Du nutzt es nie. Das ist so eine geile Kombo. Ich hab sie doch gerade. Die sieht auch so gut aus. Ich hab sie gerade benutzt. Du siehst sie nur nicht. Benutzt du nicht. Du siehst sie nur nicht. Wegen, sorry. Nee, Quatsch. Wegen Skypey. Aha. Seine Organe hängen raus. How long does he have? Maybe hours. Maybe days. It doesn't matter. There's no way back for him now. I'll take him to GCPD. Good. The loyalists will scatter. And I'll be true to my word. The League has no business in Gotham from now on. Nyssa. Don't make me regret this, or you will. Das erste war was mit dem Joker. Déjà-vu? Detective. Proud of you. Na gut, jetzt haben wir da. Jetzt ist gar
Ra's al Ghul im Gewahrsam von GCPD und vegetiert vor sich hin. Besuchen wir doch mal den Heulenden. Wem? Den Heulenden? Manbat. Den Manbat. Ach ja, in seiner Spezialzelle vorne, wo eigentlich Ivy drin war. He looks kind of pitiful just lying there. If I was in his shoes, I'd want someone to put me out of my misery. Oh, ja, danke. Mach uns doch schlechtes Gewissen noch mehr. Ach. Aber weswegen ist jetzt Ra's al Ghul stolz auf uns? Weil wir getötet haben in gewisser Weise? Ein langsamer Tod in dem Fall. Langsam. I'm sorry, Kirk. But this is the right place for you. I only wanted to help people, and I've killed the one thing I ever loved. It wasn't you that did those things. I believe you never meant to harm anyone. But I did. Nothing can change that. I'm a freak, a monster. They should leave me to rot in here. Oh, hi, Mark. It just occurred to me. Kirky baby didn't have a choice, but you actually choose to be a flying rodent. It's genius. Ja, so kann man es auch sehen, wobei in seinem Fall war es ja... Aber du kannst mit jedem neuen Zusatz mit den Leuten reden und dann erscheint der Joker und so. Ja, und gibt nochmal seinen Senf dazu. Genau. Komisch, aber bei Ra's al Ghul hat er nichts dazu zu sagen. Doch. Gut. Ja? Muss man machen, muss man gucken. Sicher? Okay, probieren wir es nochmal schnell, dann beenden wir die Folge hier. Die ist schon überlänge. Ja, aber geschnitten. Ein bisschen. Wir können die Fahrsequenzen rausschneiden. Ich glaube, man kann schon ahnen, wer hier jetzt in diese Zelle reinkommt, ne? Na, wer denn? Sie ist groß, sie ist stabil. Ja, klar. Weißt du, da reinkommt? Nein, man kann nicht mit ihnen reden. Man kann ihnen nur bei der Hinsicht zuschauen. Ich weiß, wer da reinkommt. Der Pinguin. Der würde entkommen. Der ist viel zu stark. Ja, natürlich, der Pinguin, der könnte so eine Tür aufreißen. Ja. Er kennt ihn nicht, ne? Der trainiert. Der ist wie Kingpin. Der ist gar nicht dick. Das ist als Muskeln. Ja, genau. Okay. Nein, der ist wie Drachenlord. Ja, das ist auch als Muskeln. Unter dem Fett sind tausende Muskeln. Versteckt, genau. Und ein riesen... Das weiß man doch. Weiß man, das ist wichtig. Das ist zu einem falsch und zu einem richtig. Okay. Mhm. Also Leute, wir sehen uns dann nach dieser sehr emotionalen Geschichte. Sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Batman Arkham City. Night. Bis dann. Ciao. Ciao.